Guten Abend, Sie ist nach Hause. Ja, geht's Ihnen gut soweit? Ja, schön. Ich freue mich wieder sehr, dass ich heute, wenn wie gesagt, ich bin im Zug gekommen und ich bin tatsächlich da. Und Sie fragen sich wahrscheinlich, wie kommt so ein junger Mann mit so einem gepflegten Hemd? Wie kommt so ein junger Mann auf so eine Bühne hier in diesem Szenebezirk von Zauberbischofs an? Ja, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen verraten, ich habe eine solide Ausbildung genossen. Ja, ich habe mal Lehramt studiert. Hey! Ich habe es aber nicht irgendwo gemacht, meine Damen und Herren, ich habe es in Bayern gemacht. Ich dachte, wenn schon, dann richtig. In Würzburg, meine Damen und Herren, tatsächlich. Da habe ich studiert und studiert und studiert. Irgendwann kam der Moment, da habe ich mein Studium dann beendet und dann bin ich ganz schnell nach Berlin gegangen, weil dort sind die Arbeitsplatzaussichten für mich wesentlich günstiger, weil ich muss keinen Job als Lehrer zu finden. Die sind nun mal in Berlin wesentlich besser. Aber ich muss gestehen, ich habe mich doch immer mehr auf zur Bühne hingezogen gefühlt. Vor meinen ersten Unterrichtsversuchen wollte ich auch immer Eintritt verlangen. 5 Mark. Für Schüler die Hälfte. In den Pausen hätte ich dann auch gerne alkoholische Getränke verkauft. Aber das wurde mir von der Schulleitung dann untersagt mit der Begründung, die Lehrer, die bringen sich ihren Alkohol schon selber mit. Gut, aber ich muss sagen, Schüler, das ist schon ein ganz besonderes Publikum. Schüler, die kriegen sehr viel mit, wenn sie da mal wach sind. Und ich muss sagen, Schüler haben mein komisches Talent gleich entdeckt. Und ich muss gestehen, ich hatte bei meinen späteren Bühnenauftritten nie so viele Lacher wie meine ersten Unterrichtsversuchen. Ja, da war eine Stimmung in der Klasse. Da flogen Gegenstände durch die Luft, da wurde gelacht. Ich bin dann irgendwann zum Direktor gegangen und habe gefragt, ob er nicht mal ein paar Saalordner schicken könnte. Der Direktor hat dann gemeint, das müsste ich schon selber machen. Und ich muss gestehen, das sind alles so Sachen, die habe ich bei meinem Lehramtsstudium gar nicht gelernt. Ich finde auch so ein Lehramtsstudium bereitet einen nur sehr schlecht auf den Lehrerberuf vor. Ich hätte mir, weil Lehramtsstudium ist öfter von Schülern die Rede. Schüler, das klingt so lieb, das klingt so nett. Aber wenn man mal da vor so einem Schüler steht, so 8., 9. Klasse, dann stellt man fest, oha, die sind aber ganz schön groß. Ja, dann sind die alle verpickelt, dann sieht die Scheiße aus, das wissen die auch, das macht die aggressiv. Ich hätte mir während meiner Ausbildung ganz andere Ausbildungsinhalte gewünscht. Mehr Konfliktmanagement zum Beispiel, Kampfsport, ja, oder Waffenkunde. Ich glaube, dann wäre ich wesentlich besser ausgestattet gewesen für den Nahkampf in der deutschen Großstadtschule. Aber gut, lassen wir das. Ich möchte ein Thema noch kurz anschneiden, weil letztes Jahr ist was ganz Besonderes passiert in Deutschland, was mich als ehemaligen Deutschlehrer sehr gefreut hat, nämlich der Literatur-Nobelpreis ist verliehen worden nach Berlin, und zwar Hertha Müller hat ihn gewonnen. Das war im letzten Jahr übrigens die einzige Hertha in Berlin, die was gewonnen hat. Ja, und aus diesem Anlass möchte ich dann auch gern ein kurzes Gedicht vortragen, was sich auch mit einem Literaturnobelpreisträger beschäftigt. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann schalte ich die Lampe an und lese ein Buch von Thomas Mann. Und schon fallen mir nur beide Augen wieder zu. Ja, Gruß an alle Deutschlehrer. Ob ich jetzt. Ich mal anschauen. Jo, gut, Zeit für ein Lied, meine Damen und Herren. Und zwar möchte ich den Abend mal ganz selbst beginnen mit einem Lied aus dem pädagogischen Bereich. Wir haben dafür, dass sich dieses Stück mit Schule und mit Pädagogik beschäftigt, hat es einen ganz schön flotten Rhythmus. Sie heißt Stefanie und hat auf Lehramt studiert. Jetzt muss sie in die Schule und ist völlig frustriert. Sie unterrichtet in Berlin-Neukölln vor einer Hauptschulklasse täglich. Und weil ihr keiner zuhört, ja, dann leidet sie unsäglich.
Nein, keiner, der sie hier versteht. Vielleicht, weil hier kaum ein Schüler richtig Deutsch kann. Namens durchsetzen kann sich nicht der Wahn. Nur schwer, so ab und an, dann. Doch für den jungen Lehrerin, die ihr Glück sucht hier auf Erden, da gibt es eine Lösung, sie muss ganz schnell schwanger werden. Ja, schwanger werden, das ist einfach super, oder nicht? Schwanger werden heißt erstmal keinen Unterricht, sondern ab nach Hause in die Babypause und die ganzen Schülerfressen einfach mal vergessen. Hey, hey, hey! Ja, Stimmung! Haben wir den Lehrer unter uns heute aus? Das ist unser Lied! Jetzt muss er in die Schule und ist völlig frustriert. Er unterrichtet im Kreuzberg von der Hauptschulklasse täglich. Und weil ihm keiner zuhört, ja, da leidet er unsäglich. Nein, auch keiner, der ihn hier versteht. Vielleicht, weil auch hier kaum ein Schüler richtig Deutsch kann. Namens durchsetzen kann sich der Thorsten nur sehr schwer. So ab und an, dann. Doch es gibt noch eine Lösung, wird er glücklich sein auf Erden. Genau wie die Kollegin muss er ganz schnell schwanger werden. Ja, schwanger werden, das wäre doch super, oder nicht? Schwanger werden heißt erstmal keinen Unterricht, sondern ab nach Hause in die Babypause und die ganzen Schüler fressen einfach mal vergessen. Er spricht mit seiner Freundin, doch die sagt zu ihm, Mensch, Thorsten, ein Pädagoge bist du zwar, jedoch ein männlich Exemplar, als solches musst du bis zum Ende täglich auf das Schulgelände, da gibt es keine Gnade. Schade, Thorsten, schade. Denn schwanger werden, das kann nur die Lehrerin. Schwanger werden ist für Lehrer niemals drin. Schwanger werden, da ruft die